Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Colosseum. Die letzten Male haben wir vergeblich versucht, teilzunehmen am Kolosseum in Pyritus, haben dafür aber in Phinak einiges gemacht, darunter den Primleiter herausgefordert, Primus, ohne Erfolg, weil er einfach viel zu stark ist mit Level 40ern und wir mit unseren Level 30er kommen nicht hinterher. Wir haben auch letzte Mal, ich habe herausgefunden, wie es weitergeht. Und zwar muss man hinter das Bücherregal. War blöde. Also, man kann es wissen. Ich wusste aber nicht, dass man es zu diesem Zeitpunkt machen muss. Ich dachte, es kommt erst später, nach dem Kolosseum. Haben also noch gesehen, wie Grant von Slam fertig gemacht worden ist. Verbal natürlich, nicht körperlich, denn Grant ist aber viel, viel größer als der. Und heute wollen wir aber erstmal mit den Kindern reden. Wobei das eine Kind so in der Mitte hier vorne ist, macht irgendwie so ein bisschen Faceplate, naja. Hey du, gerade deshalb, Layla, tief im Inneren des Gebäudes, in dem die Kerle... Hä? Ihr seid ja schon wieder. Boah, was habe ich mich erschreckt. Wegen die Queen steckt Grant in ziemlichen Schwierigkeiten. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Oh. Okay, wir waren bisher nur einmal hier, haben mit keinem gesprochen gehabt. Okay. Wie geht es wohl, Plusle? Soll wohl ein Schlafgeräusch sein. Merkwürdig. Nein, nicht du schon wieder. Ich wollte mit dem letzten Mädchen noch reden. Ist das überhaupt ein Mädchen? Ich kann es nicht gut erkennen. Ah, doch, sie ist Layla. Ah, der Junge und das Mädchen von eben. Tut mir leid, wir sind hier noch nicht fertig mit unserer Besprechung. Kommt einfach später mal vorbei. Okay. Komm mal später mal vorbei. Und du? Außer uns lässt du niemanden durch. Interessant. Dann sprechen wir mal mit Grant. Hi Grant. Tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich zu tun. Viel zu tun, um euch zu kümmern. Okay, dann nicht. Komm mal später vorbei. Eventuell müssen wir ja jetzt zum Kolosseum und können sogar rein. Schön wär's. Ich hoffe es nämlich wirklich sehr. Ah. Yo, was geht mit dir? Zombies. Hilfe. Etwas furchtbar. Bitte, Hilfe! Wir wollen zum Kolosseum. Ach komm, wir können nicht abhauen. Schon drei. Im Haus, der alte Slam hat... Oh, was hat Slam getan? Was tust du, Slam? Das Rad, das dreht sich nicht mehr. Was macht Slam nur für Sachen? Einfach hier ein Zahnrad zu stehlen. Da hat das Kolosseum doch keinen Strom mehr. Was ist hier los? Sind Sie in Ordnung? Mir ist nichts passiert, aber es ist meine Schuld. Ich hätte nicht gedacht, dass Slam... Warum hat er das nur getan? Aber Slam? Ihm hat doch Grant immer vertraut wie einem Bruder. Warum sollte er ausgerechnet... Ja. Das will ich auch gern wissen. Und dann rief er noch so einen Unsinn, wie dieses Kolosseum muss unter allen Umständen geschlossen werden. Danke. Dass ihr euch Sorgen um mich macht. Jungen Leute, mir geht es schon wieder gut. Eine Bitte habe ich allerdings. Wollt ihr sie noch anhören? Müssen wir ja wahrscheinlich. Wenn das Kolosseum keinen Strom hat, verliert ihr die Stadt ihre wichtigste Einnahmequelle. Oh, das Kolosseum ist die wichtigste Einnahmequelle. Ich dachte, es sei Bergbau. Such bitte das Zahnrad, das Slam gestohlen hat. Das wäre wirklich wichtig. Na dann. Schrecklich. Der Stromausfall hat im Kolosseum bestimmt eine Panik ausgelöst. Hm. Ein Streit zwischen Grant und Slam? Grand Slam. Nein, Slam würde Grant nie verraten. Hm. Diese Namen sind herrlich. Und, geht's besser? Ausgerechnet Slam. Muss von... Ui. Sorry. Er muss vollkommen übergeschnappt sein. Warum hat er das nur getan? Zum Glück weiß ich,
aus verlässlichen Quellen und von meinem Gedächtnis, wohin Slam abgehauen ist mit dem Zahnrad. Es gibt ja nicht viele Alternativen, wo er hin hätte können. Und wo am besten sei ein Zahnrad versteckt, etwas Dreckiges, was wie Schrott aussieht, als auf einer Baustelle. Well played, Slam, well played. Ist er schon hier? Ach, da oben ist er, ja. Hallo. Wir finden ein Zahnrad für die Windmühle. Aha. Wir erhalten ein Zahnrad. Das Ding ist nicht gerade klein. Möchte ich mal sagen. Und leicht dürfte es auch nicht sein. Na, wobei, Slam konnte es entführen. Gegen zwei Leute. Na, es ist seine Sache. Doch ich hoffe, wir kriegen gleich Eintritt ins Kolosseum, denn ich möchte es heute noch machen. Und zwar in diesem Part. Oh, wie oft habe ich das schon gesagt? Es kommt, glaube ich, nicht mehr so so rüber, wie gedacht. So, die Herren, ich habe euer Zahnrad. Oh, Grant. Es tut mir so leid. Ist alles wirklich... Oh Gott. Ich habe es gerade total bekloppt klingen lassen. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay, kein Grund zur Sorge. Wirklich? Dann bin ich aber beruhigt. Aber ich frage mich, was Slam sich dabei gedacht hat. Ich bin sicher, es fiel ihm selbst schwer, aber offenbar war er überzeugt davon, dass ich ihm keine andere Wahl blieb. Ich kenne Slam. Aber grübeln wir. Was grübeln wir, Grant? Sieh mal rüber. Oh, ihr. Ich glaube, du solltest dich besser bedanken, Grant. Ja, das ist doch das Zahnrad. Ihr habt es gefunden. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte verzeiht meine schroffe Art. Kann ich wohl doch vertrauen. Ich danke euch auf jeden Fall von ganzem Herzen. Wirklich, vielen Dank. Gut, jetzt bauen wir das Zahnrad da genau wieder ein, wo es hingehört. Jo, einmal draufgeklickt. Aus dem Inventar benutzen. Schön, dass man es selber benutzen darf. Das finde ich so herrlich. Perfekt. Alles bereit zum Start. Und los geht's. 30 Jahre drehe ich am Rad. Und es dreht sich. Und die Windmühle dreht sich auch, die extrem schrottig aussieht. Naja. Nicht mein Problem. So muss es laufen. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und Grant, sollen wir jetzt ins Kolosseum? Dürfen wir rein, endlich? Ich denke, du bist ein mutiger und ehrenhafter Mann. Deshalb habe ich eine Bitte an dich. Wirst du mich anhören? Ich finde es so nett, wie die einen einfach fragen, ob man anhören möchte. Ich denke, wenn man Nein sagt, dann wird er momentan nichts sagen. Ja. Danke. Ich möchte, dass du am nächsten Turnier im Kolosseum teilnimmst. Yes! Du musst siegen, um für mich herauszufinden, was dort nach dem Turnier passiert. Ich bin sicher, du schaffst das. Man erkennt sofort, dass du kein gewöhnlicher Trainer bist. Ich glaube an dich. Bitte lass mich nicht in den Stich. Jo, wir haben keinen Stich, also komm. Auf ins Kolosseum. Eine Runde Kolosseum zum Mitnehmen. Ich zahle bar. Wobei es ziemlich cool ist, dass man im Kolosseum nichts bezahlen muss, um reinzukommen und mit Preisgeld rauskommt. Wie die Geld einnehmen? Wahrscheinlich über Zuschauer. Ah. Danke für deine Geduld. Nun haben wir wieder Strom und die Registrierung für das nächste Turnier kann aufgenommen werden. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen im Kolosseum Pyritus. Nehmt ihr am Turnier teil? Jo. Ich nehme mal die Pokémon mit, die ich mitten habe. Und ich habe sogar Krypto-Pokémon dabei. Ich habe mein Team ja vorher ausgetauscht. Also wieder Krypto-Pokémon mit reingenommen. Statt nur nach Taramciana. Anscheinend ist es erlaubt hier. Im Kolosseum Pyritus, im ersten Duell. Es wird nicht leicht. Ich denke, es wird um einiges leichter, dieses Turnier zu gewinnen, als das in Finak, wo die Level 40er haben. Ja, schon 10 Level drunter, also bitte. Schmerbe und Sandan. Oh, das wird ordentlich. Ich meine, unsere beiden Starter, in Anführungszeichen Starter,
sind von einem guten Level, aber hängen ein bisschen hinterher. Im Team habe ich Makuhita, Morlach, Neckmark und Visenior. Quasi wie vorm Turnier in Phenak, nur jetzt wieder dabei. Und ich möchte anfangen mit, indem ich Sandan umhaue. Das Ding ist doch ziemlich stark, was den physischen Bereich angeht, allerdings im Speziellen hinkt es ein wenig hinterher. Und das nutze ich direkt mal aus. Beide sind spezielle Angreifer. Zumindest hier noch. Und Sandan hat einfach keine Chance dagegen. Schmerbe hat die Geheimpower. Okay. Oh, Verwirrung. Ein unschönes Ding. Na komm. Machen wir Konfusion mit mit Psyana. Wechsel Nachtara mal aus und bringen mal rein. Na. Ja doch, Makuhita bringen wir rein. Das ist dann voll befreit. Da kann ich nächstes Mal ein anderes Pokémon mitnehmen. Und ich frage mich, welches ich mitnehmen würde. Es gibt ja anscheinend einen Preis zu gewinnen. Also wenn man das Turnier gewinnt, bekommt man ein starkes Pokémon. Von dem wir wissen, dass es ein Krypto-Pokémon ist. Und demnach würde ich das mitnehmen, wenn wir es bekommen. Und Schneckmack. So. Morlach bekommt gleich seine zweite Attacke freigeschaltet und Schneckmark seine erste. Ah. Und ich weiß, welches Pokémon ich austauschen werde. Und das wäre Morlach gegen Visenior. Gibt's auch wieder extrem wenig Erfahrungspunkte für alle. Also für alle anwesend, weil ich bitte alle geteilt. Ganz fair und gerecht. Aber sollte kein Problem sein. Schneckmark hält die Akkuknarre auch gut aus. Bekommt nur 30 Schaden von 66 Leben. Und Schmerbe AD. Stirb bitte schneller. Danke. So. Das wäre Duell 1. Und auf geht's nach Duell 2. Das ist doch grotesk. Deine Frisur ist grotesk. Schau dich mal an, Mädel. Ach Gott, Midity. Ah, das ist ein blödes Matchup. Für Psyana. Denn Midity hält doch einiges aus. Oh, naja. Ich wollte sagen, es hält einiges aus, aber anscheinend nicht. Aber generell für das Team ist es ein bisschen blöd, das Matchup. Also für unsere beiden Pokémon. Denn, naja, für Nachtara eher. Okay, kaum kein Turmkick. Eine sehr effektive Attacke. Eine Kraftreserve, die sehr effektiv ist eher. Oh, was könnte das denn sein? Kampf? Oder Käfer? Noch was? Nö. So, dann möchte ich mal einen Reflektor aufsetzen und wie immer durchseppen. Okay, Makuhita ist komplett durch. Oh, das wir sehen ja. Und dann nehme ich mal. Ah, wobei.
Ich tausche beide aus. Fangen wir mit Schneckmark an. Gehen dann über zum Morlord. Ich bin gespannt, welche Attacke Schneckmark als erstes lernen wird. Ich denke nicht den Flammenwurf. Das wäre ein bisschen krank. Aber Schneckmark bekommt auch ziemlich wenig von seiner Leiste weg, wenn wir es einsetzen. Anders als das Morlord, das bekommt er sogar mehr weg. Okay, es ist Kraftreservekampf. Auf Schneckmark wäre es nicht sehr effektiv gewesen. Und dann wechseln wir Morlord noch aus, eben auf das V-Senior. Und ja, Schneckmark bekommt wieder den letzten Hit. Finde ich super. Ach, der V-Senior ist so knuffig. Oh. Na. Schöne Sache. Es ist aufgewühlt. Das heißt für mich, ich werde dich rufen. Und im besten Fall wird V-Senior auch nochmal kurz aufgewühlt. Oh, perfekt. Wie auf Kommando. Ah, Schneckenmark. Ja, das hält noch eine Konfusion aus. Ohne Rückschussschaden auch noch. Ach, Gena hat's bekommen. Ach, wie schön, wie schön. Gena ist auch gut. Wahrscheinlich sogar besser als die Donnerwelle von Vati. Ah, wobei. Das hat ganz schön Schaden gemacht. Ich sehe einen Double KO. Nicht gut. Naja. Tschüss, Schneckmark. Bekommst du halt keine Erfahrungspunkte. Bekomm nach Darumsian ein bisschen mehr. Kann ja auch nicht schaden. Aha. Das Kolosseum. Kolosseum Pyritus. Halbfinale. Verfluchter Mist. Helto? Nach einem sagenhaften Pokémon? Ein Frisselblitz. Cool. Und ein Tuska. Aber es ist ein Frisselblitz. Das ist cool. Ich muss sagen, mir gefällt Frisselblitz von der Farbgestaltung besser als Voltenso. Weil es hat einfach diesen Blitz an sich. Dieses Grün auf Gelb. Beziehungsweise Gelb auf Grün. So. Nehmen wir mal das Frisselblitz als erstes aus. Au. Ich glaube, ich werde mir einen Frisselblitz machen oder ein Voltenso und es Flash nennen. Läuft ja momentan im Fernsehen. Habe ich noch keine Folge von geschaut, aber soll ganz nett sein. Eine Sache, die ich aber wirklich schön finde an Kolosseum und Pokémon XD, dass die Kolosseen hier quasi in Anführungszeichen unsere Arenen sind in den normalen Spielen. Man muss sie immer machen. Und sie sind teilweise echt eine Herausforderung. Und ich gebe es gerne zu, ich bin öfter mal in so einem Kolosseum gescheitert. Jetzt nicht an Pyritus oder Phinak. Die sind recht pissig einfach. Aber so, wenn ich was anderes denke, eher. Außerdem ist Vulpix niedlich. Ich mag Vulpix. Und es hält echt zwei Attacken aus. Meine Güte. So, dann wollen wir einmal die Rückkehr starten.
Und... Oh, nach Tara können wir schon auswechseln. Oder? Nee, nach Tara macht schon mal einen Biss auf Tuska. Das ist resistent dagegen und fällt deswegen ein Attack auf jeden Fall aus. Denke ich. Na, und vielleicht bekommen wir noch ein Level-Up für beide. Sollte es ein Volltreffer sein mit einem High-Roll. Oh, es ist nicht... Warte, es ist nur ein Pflanzentyp? Ich dachte, es sei Pflanze Unlicht. Oh, ein Volltreffer, wie gemein. Oh, und Vergiftung und Synchro. Ja, cool. Jetzt haben wir nur ein paar Runden, um das Tuska zu besiegen. Das heißt, wir wechseln alles ganz schnell hintereinander weg. Wir müssen nicht mal angreifen, wir müssen einfach nur austauschen. Zweimal hält es wohl aus, ja. So, Morlott an erster Stelle und Nachtara wechselt gegen Schneggemark. So. So, Morlott hat seine zweite Attacke gekriegt. Das ist schon mal schön zu sehen. Und Schneggemark ist auch auf einem guten Weg, aber das, die Leiste von dem Ding geht so gar nicht weg. Es ist schlimm. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es irgendwie nachher schneller geht, weil irgendwie mag der Schneggemark uns nicht. Alle anderen Pokémon lieben uns. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist wie sehen nur, das geht ja ratzefatze weg wie sonst was. Ich meine, das haben wir gerade erst frisch gefangen. Vor so zwei Parts. Waren das zwei Parts? Zwei oder drei Parts haben wir es gefangen und das ist schon so gut wie leer. Ich könnte wetten, selbst unsere Pokémon auf der Box sind sogar mehr befreit als der Schneggemark. Helto wurde besiegt. Ja, wir haben das Zeug dazu, uns eines dieser sagenhaften Pokémon zu erkämpfen. Lalalala. Ladies and Gentlemen, welcome to the Colosseum Pyrrhotos Finals. Yo. Macho, macho man. Bodybuilder. Ich glaube, Bodybuilder gibt es nicht so wirklich in den Hauptspielen als Klasse, oder? Gibt immer nur Schwarzgurt. Wieder so eine Sache, bei denen die Hauptspiele irgendwie ein bisschen hinterherhinken. Der Typ hat ein Kind vor auf Level 32. Wirkt sie halt nicht auf 30? Ah, machen wir es um, bevor es zu viel Schaden macht. Es hat auf 1 überlebt. Oh, wie ich sowas hasse. Ich hasse sowas. Aber richtig hart. So. Psyana erreicht Level 30. Möchte Sternschauer lernen. Das können wir gerne beibringen. Ich würde sagen, rechte Hand entferne dafür. Oder? Ja. Machen wir rechte Hand dafür weg. Falls Psyana von einem Sandwirbel getroffen wird, und ich kenne einige Pokémon im Spiel, die Sandwirbel beherrschen, machen wir einfach einen Sternschauer. Treffen wir auf jeden Fall. Und nach Tag Arita Level 31. Wunderschön. Oh. Oh. Das ist unschön. Ein Magnetilo. Ah. Ach Gott, oh Gott. Das Goldini hauen wir erstmal weg. Und um das Magnetilo müsste ich mich später kümmern. Das heißt, ich manchmal fällt, auch wenn es wahrscheinlich die... Na, wer ist das? Den Ultraschall beherrscht. Und jetzt immer 20 Schaden macht. Aber... Ich lasse es erstmal da rumstehen. Aha. Aha. Ein Botogel. Glaub, es ist ein Shady Penguin. Hoho.
Ach, oh, komm schon, Paralyse. Ha, Synchro. Synchro ist echt gut im Spiel. Also bevor es irgendwie dazu kam, dass Elektro-Pokémon nicht mehr paralysiert werden können. Und Feuer-Pokémon nicht verbrennen. Gifttypen nicht mehr vergiftet werden können. Und all so ein Kram. Und Botogel ist verwirrt. Und Botogel ist fast tot. Wie das Ding fliegt. Wackel, wackel mit meinem rechten Flossending. Hatatata. Au. So, das ist dein Untergang. Wir machen es ganz einfach. Wir setzen mal Sternschauer ein. Oh, trifft beide. Ah, das ist noch schöner. Nach Tara wechseln wir schon mal aus gegen Morlord, oder? Was hast denn du gelernt? Du hast Slam gelernt, okay. Ha, ich nenne dich Grant. Grant das Morlord mit Slam. Oh. Nee, ich bring Schneckmark rein. Einfach nur, damit es ein bisschen früher rauskommt. Eventuell noch den Feuermodus erreicht, damit er ein bisschen schneller sein Wesen erfahren. Das macht sogar keinen Schaden an Magnetilo. Ist auch eine physische Attacke. Und unser Psyan hat keinen wirklich gut physischen Angriff. Das ist Ultraschall. Schön. Da habe ich eiskalt unterbrochen. Ganz an der Tür geklopft und wegen Gepizza. Muss ich selbst belegen. Naja, weiter geht's. Wechseln Psyana aus. Ist ganz schön am Limit. Gegen. Moment, Morlord, wie viel hast du freigeschaltet? Recht offen, okay. Und du bist auch schon recht offen. Machen wir mal einen Morlord weiter. Und Schneckmark lasse ich schon mal angreifen. Es wird, denke ich, nicht besiegen. Hoffe ich. Na, du bist doch so ein Drecksack. Schneckmark. Hey, ist es paralysiert. Gut, das heißt, Morlord werden wir auswechseln gegen Visenior. Visenior. Und Schneckmark greift einmal an. Hoffentlich nicht, sondern es kommt in den Feuermodus. Und es greift an. Okay. Bye bye, Magnetilo. Schon wieder ein Volltreffer. Was geht mit dir, Schneckmark? Das Magnetilo klingt wie so Nokia. Ich werde mir ein Magnetilo fangen und es Nokia nennen. Ja, wir haben noch Großes vor uns. Ein ganz Großes. So, und was ist unser Preis? Ein gigantischer Kampf, ja. 4848. Ha. Dankeschön. TM06 ist Toxin, das weiß ich. Das weiß ich aus dem Kopf. Das ist immer Toxin gewesen. Seit der ersten Generation, es war immer böse. So. Bevor wir aber jetzt weitermachen im Text und unseren Preis abholen, wahrscheinlich außerhalb von dem Kolosseum, möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. An dieser Stelle möchte ich den Part nämlich auch beenden, denn ich muss Pizza belegen. Nee, aber bevor der Part zu lang wird, und der scheint schon ein bisschen länger zu werden, möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr da bitte kommentieren und auch Bewertungen abgeben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es immer noch den Abonnieren-Knopf irgendwo unterm Video, rechts vom Video, über dem Video, links vom Video. Je nachdem, wie YouTube es gestaltet hat. Ich weiß es nicht. Haben sie auch geändert. Ich kann es nicht sagen. Es könnte von heute auf morgen passieren. Es ist YouTube. Es ist immer flüssig. Aber an der Stelle möchte ich nochmal bedanken fürs Zuschauen und sage bis dahin. Ciao, ciao.